gleich sagen, wohin für uns alle, für Berlin, für die Parteien denn die Reise geht. Ja, das wird in 15 Sekunden der Fall sein. Dann haben wir die Prognose für das Berliner Abgeordnetenhaus. Wie hat Berlin gewählt? Diese wirklich spannende Frage. Und jetzt haben wir die Prognose. Die SPD kommt auf 23%, deutliche Verluste also. Die CDU erreicht nur 18%. Das ist ihr schlechtestes Ergebnis seit dem Krieg. Die Grünen kommen auf 16,5%. Die Linke liegt bei 16,5 in unserer Prognose gleich auf mit den Grünen. Die Piraten sind mit 2% nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten. Die FDP kommt auf 6,5% und ist wieder mit drin. Und die AfD kommt auf 11,5%. Die anderen Parteien kommen zusammen auf 6%. Wir sehen uns mal die Gewinne und Verluste an. Die SPD hat deutlich verloren, 5,3 Punkte. Auch die CDU hat verloren, 5,4 Punkte. Die Grünen ebenfalls Verluste, minus 1,1 Punkte. Und die Linke kann sich über einen Zugewinn von 4,8 Punkten freuen. Die Piraten haben fast alles verloren, 6,9. Die FDP hingegen stark zugewonnen für den Wiedereinzug. Und die AfD kommt aus dem Stand auf 11,5%. Die anderen Parteien haben verloren, 2,3 Punkte. Was bedeutet das für die Sitzverteilung im zukünftigen Abgeordnetenhaus? Wir sehen 149 Abgeordnete dort, inklusive Überhang- und Ausgleichsmandate. Die SPD kommt auf 37 Sitze, minus 10. Die CDU kommt auf 29 Sitze, ebenfalls minus 10. Die Grünen kommen auf 27 Sitze, minus 2. Die Linke ist ebenfalls mit 27 Sitzen drin, 8 Sitze zusätzlich. Und die FDP erreicht 10 Sitze, die AfD 19 Sitze. Ja, welche Koalitionen sind jetzt bei dieser Verteilung möglich? Ganz klar die große Koalition von SPD und CDU, die in den vergangenen 5 Jahren regiert hat, reicht nicht mehr, erreicht keine Mehrheit mehr. Hingegen ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken käme komfortabel auf eine Mehrheit von 91 Sitzen, klar über der erforderlichen Mehrheit von 75 Sitzen. Fragt sich, sind da jetzt noch andere Koalitionen rechnerisch möglich? Ja, haarscharf, nämlich eine Koalition aus SPD, CDU und FDP hätte nach jetzigem Stand eine Stimme mehr als nötig. Aber eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die manche SPD-Politiker im Vorfeld ins Gespräch gebracht hatten, die würde die Mehrheit verfehlen. Also das sind die Möglichkeiten, die die SPD als stärkste Kraft jetzt wohl hat. Also